Vor dem Geburtshaus von Franz Beckenbauer im Münchner Stadtteil Giesing haben Menschen am Dienstag Kerzen aufgestellt. Hier war der Kaiser aufgewachsen und hatte sicherlich auch seine ersten Versuche mit dem Fußball gestartet, bevor er mit 13 Jahren als Juniorenspieler zum FC Bayern München kam. Die Nachricht von Beckenbauers Tod, die die Fußballfans in Deutschland am Montag erreichte, hat einige veranlasst, hierher zu kommen. Dass das Haus noch steht und dass der Fußballplatz noch da ist und ich komme öfters vorbei und es spielen auch immer Kinder hier. Und irgendwie denke ich schon immer daran, dass er da ja auch mal gespielt hat. Und wer weiß, was für Fußballspielerinnen oder Fußballspieler dann auch kommen. Wieder von dem Platz. Ne? Also das ist die Erinnerung an Franz Beckenbauer. Ja, Geburtsstätte von Franz Beckenbauer, das ist jetzt natürlich so zur Andacht. Und gestern haben wir die Dokumentation dann nochmal angesehen. Und da gehört halt einfach der Geburtsort dazu, ne? Dass man sich das als Münchner quasi dann einmal ansieht. Ne? War man ja noch nie. Ne? Wir waren ja früher in rechter Armut und das Gebäude wollte man schauen, wie das jetzt ausschaut, so die Gegend. Ne? Der Name Beckenbauer ist mit dem deutschen Fußballrekordmeister FC Bayern München untrennbar verbunden. Auch hier ist die Trauer über den Tod Beckenbauers, der hier Spieler, Trainer und Präsident war, groß. Auf seiner Homepage schreibt der Verein, die Welt des FC Bayern ist nicht mehr die, die sie mal war. Plötzlich dunkler, stiller, ärmer. Der FC Bayern Ehrenpräsident und ehemaliger Mitspieler von Beckenbauer, Uli Hoeneß, wird mit den Worten zitiert, niemand wird ihn jemals erreichen. Die Menschen können sagen, sie haben Fußball gesehen, zu Zeiten von Franz Beckenbauer. Er war mir ein Freund, ein einzigartiger Weggefährte.